Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Golden, nee, Garden Paws. Ja, ich wollte schon die goldenen Gärten sagen, aber ganz so golden sind sie ja nicht. Oh, wir haben schon wieder neue Post bekommen. Was ist das denn? Eieiei. Also, Thorn hat mir geschrieben. Der hat gesehen, dass ich mittlerweile auch Hühner hier habe. Did you know that you can also befriend the animals in these parts? If you'd like, I can teach you how to tame bunny. Ah, okay, wenn wir ihn finden, dann kann er mir zeigen, wie man Tiere zähmt. Da wollte ich eigentlich noch jemand anderen gefragt haben. Die war aber noch nicht online in der Zeit. Das ist gut. Dann werden wir das auf jeden Fall lernen. Okay, den müssen wir auf jeden Fall suchen. Sometimes, also der Major hat mir nochmal geschrieben, it's hard to express yourself, so I wanted to tell you about a secret. You have a whole list of emotes and you can find them by holding Z. Okay. Wenn ich Z gedrückt halte. Ah! Okay, Z gedrückt halten, dann kommen wir. Das war aber vorher definitiv noch nicht frei. Dann kommen wir hier auf diese Liste drauf und da können wir dann verschiedene Emotes machen. Die gucken wir uns auf jeden Fall auch gleich nochmal an. I had an extra Pickaxe. Steinpickaxe. Ja, das ist aber die gleiche, die ich schon habe. Come chat when you're in town. Okay, ja, kann ich mir nehmen? Kann ich eigentlich ehrlich gesagt verkaufen? Weil die gehen ja nicht kaputt, deswegen. Ne? Das ist normale Stone Axe und das hier ist ja auch eine normale Stone Axe. Ja, deswegen schmeißen wir die einfach mal mit da drauf. Ist ja nicht schlimm. So, wir haben zwei Sachen auf jeden Fall noch vor. Wir müssen gucken, ob wir die Leute finden. Ach so, haha. Was ich gestern schon vergessen habe. Oh Gott, die Armen. Ich habe meine armen Hühner gar nicht gefüttert. Die wären wahrscheinlich komplett am Boden sein hier die Ärmsten. Oh, hier. Die haben hier schon totalen Hunger. Das Problem ist nur, ich habe jetzt generell nichts mehr. Aber das können wir jetzt mal kurz machen, bevor ich das vergesse. Ich habe ja jetzt einen Tag oder vielleicht auch zwei Tage ein bisschen gefarmt. Wir haben jetzt die 5000 zusammen. Und ich habe da hinten so ein bisschen neues Gebiet entdeckt. Ich bin nämlich hier drüber und dann mal nach rechts gegangen. Und das ist richtig, richtig cool, was ich da gefunden habe. Das werde ich euch gleich auch mal kurz zeigen, wenn ich denn da hinlaufen kann. So, also als erstes haben wir hier nämlich neue Tiere. Ich habe hier Schafe und Ziegen gefunden hier hinten. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig und hätte nicht. Ich glaube, ich hätte ganz außen rum gehen müssen eigentlich. Ja, gut. Egal. Hier kann man auch noch. Oh, ich sehe nichts mehr. Hier kann man auch noch hoch, sehe ich gerade. Gucken wir auch mal eben nach. Oh, hier ist ein Huhn. Hallo. Entschuldigung. Also hier können wir auf jeden Fall auch noch Hühner holen, wenn ich denn weiß, wie man die zähmen kann. Ach, ich glaube, ich weiß, was das war. Ich weiß nur nicht mal genau, wie ich da wieder rausgekommen bin. Ich glaube, da bin ich dann runtergesprungen. Das machen wir eben vorsichtig hier. So, genau, das ist nämlich die in der Höhle. Hier kann man auch Licht anmachen. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist oder nicht. Keine Ahnung. Aua. Da habe ich jetzt doch was abbekommen. Aber ich bin immer noch heil. Also das ist nicht das Problem. So, dann laufen wir jetzt hier unten mal weiter. Hier hinten, na, hinter dem Berg, glaube ich, war das, wo man hier hüpft. Also hätten wir quasi auf der anderen Seite weitergehen müssen, soweit ich weiß. Da sind die ganzen
waren die ganzen Ziegen. Ich finde jetzt hier gerade gar keine mehr. Auf jeden Fall hier in dem Gebiet habe ich so einige Ziegen gefunden. Jetzt sind irgendwie alle weg. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe aber auch noch... da muss ich mir mal merken, wie ich da jetzt am besten hinkomme. Das war nicht hier, das war auf der anderen Seite. Hier ist so ein Chest. Ich habe nämlich auch noch Weed, also hier Weizen gefunden, den man anscheinend, ach hier sind die Ziegen jetzt, den man anscheinend abernten kann. Und ich habe hier vorne noch Leute gesprochen, mit denen ich gefunden, mit denen ich noch sprechen kann. Ach hier war das genau. Wie not. Ach nee, immer wenn ich nach hier komme, habe ich hier keinen Platz. Wollt ihr mich denn veräppeln? Ja, die brauchen wir eh nicht. Ja, ja, die schmeißen wir mal raus hier. So. Picking up weed. So. Ich glaube, wenn wir jetzt die Samen hier lassen, dass dann vermutlich, ich weiß es nicht, Neues gepflanzt wird. Es kann aber auch sein, dass ich mich jetzt vertue und es nicht so ist. Nein, du sollst das da machen. Genau. So, dann können wir jetzt mal eben gucken. Eigentlich wäre es ganz gut, wenn wir das bei uns auch ernten könnten. Weil wir brauchen das ja als Futter. Dann schmeißen wir mal das Ei raus und nehmen das Zeug mit. Wie, ich habe ja... Och, ist das jetzt dein Ernst? Ja, mach es doch endlich. Mann. So. Geht doch. Hä? Okay. Die können wir, glaube ich, nicht. Nee, die stehen hier einfach nur so rum. Okay, perfekt. Dann können wir hier nämlich... Och, hier ist nochmal ein Schatztruhe. Die haben wir, ne? Ja, dann können wir die nochmal mitnehmen. Och, ich höre hier nur noch Schatztruhen, das ist nicht schlimm. Aber das sind... Das ist die, die da oben irgendwie so komisch drin war. So, den Typen hier habe ich nämlich noch gefunden beim Rumlaufen. Hallöchen, Thorn. Ach so, das ist Thorn. Ah, okay. Interested in taming and raising some bunnies. Ja, bin ich. Ich bin darin interessiert, Häschen zu zähmen. Bunnies make great additions to any home. To start, you're going to need some carrots. Achso, ich muss mir erstmal Karotten holen, okay. Come see me when you have gathered. Wenn ich 7 Karotten habe, dann kann ich wiederkommen. Habe ich die Pflanze schon? Ja, habe ich schon, okay. Ach nee, das ist von der Pflanze. Wieso hast du jetzt ein Ausrufezeichen? How goes the flower hunting? When you're exploring, make sure to keep an eye off the chest. Also, er fragt mich, was mit den Pflanzen ist, ob ich da gut bekomme und dass ich immer ein Auge drauf haben soll, ob ich nicht nur irgendwo eine Truhe finde. Not sure how they show up, but they have some goodies in them. Ja klar, die haben einige Sachen drin, ich weiß, ich weiß. Jetzt soll ich ihm 10 Dandelions, das waren glaube ich diese gelben, bringen. Dann erzählt er mir eine Menge mehr oder so. Dann erzählt er mir auf jeden Fall noch was. Das ist der Erzählbär. Wie viel habe ich denn davon überhaupt? 5. Habe ich jetzt mal, die finde ich jetzt nicht so viele hier. Ich habe nämlich hier, habe ich noch gesehen, dass da einer steht. Beziehungsweise, ja, er steht. Vielleicht bringt er mir das Angeln bei. Oh, das wäre ja geil. Hi, I'm Robert. My wife is Flo. Okay, er heißt Robert, seine Frau heißt Flo. Oder ist ein Flo, ich weiß es nicht. We keep to ourselves out here. Oh, it's you. Try not to make too much noise when wandering in the forest. You might scare the wildlife. Also er meint, ich soll nicht zu viele Geräusche machen, also nicht zu laut sein, wenn ich durch den Wald laufe, weil ich sonst die Wildtiere erschrecken könnte. Ja, und die Quest ist zu Ende. Hä? Tolle Quest. Okay. Davon habe ich, glaube ich, schon was eingesammelt, ne? Ja. Sehr schön. Nein. Ach,
Du sollst nicht schlagen. Ich wollte eigentlich springen, aber egal. Hier habe ich auch neue Bäume gesehen, hier in der Ecke. Ah. Hier sind sogar Rehe, sehe ich gerade. Wo bin ich denn jetzt hier? Ganz da oben. Okay, also bei Alberto sozusagen. Da sind Rehe. Sehr cool. Was ist das denn hier? Das ist noch einer. Das sind noch zwei. Wie komme ich denn da an? Eieiei. Erstmal zu Alberto gehen. Hi, I'm Alberto. I was exploring and tired for a smooth landing in the forest. But that tree snagged me on my way down. Also, er wollte eigentlich was erkunden, aber ist dann hier in dem Wald gelandet, weil er wohl gegen den Baum geflogen ist. My Glider ist stuck. Also sein, ach so, mit einem Gleiter. Nennen die sich Gleiter? Ist er wohl nach hier geflogen und ob ich den besorgen könnte. Kann ich gerne, wenn ich irgendwie herausfinde, wie ich da hochkomme. Also, ich meine, es ist schon, oder kann ich, nee, ich kann nicht gehen, ne? Oh, oh, doch, oh. Nimm den. Nein. Nein. Scheiße, ich habe ja aber... Oh nein. Ich habe ja gar kein... Och, das ist doch kacke. Ich schmeiß mal eben die rote hier weg. Das ist aber Mist jetzt. Muss ich jetzt F drücken. So. Dann muss ich ja wieder da hoch, um die blöde Blume zu holen. Das ist doch doof. It's a shame it doesn't look like it can be repaired. Also es tut ihm leid, aber es sieht nicht so aus, als ob das repariert werden kann. I'll have to make a new one. Er will einen neuen machen. Thanks for your help. Here's something for your troubles. Ah, wir haben 200 Coins bekommen. Ja, cool. I'd like to set up a camp here. Also er möchte hier ein Camp erstellen. Das ist ja cool. While I repair my paraglider. Oder er will nur ein Zelt aufstellen, ich weiß es nicht. I still need some wood for a work table, but can't find... Er findet hier im Wald kein Holz. Also, hallo? Ob ich ihm 20 besorgen könnte? Ja gut, dann gehen wir die... Hat das Reh da hinten irgendwelche Probleme? Dann geben wir ihm direkt die 20 ab. There's a carpenter in town, you say. I'll go... Talk to him and get my work table built. Okay, also er möchte zu einem, ja, ich kenne Carpet, glaube ich, eigentlich nur als Teppich. Ein Teppichmacher in der Stadt, kann das sein? Er wird auf jeden Fall dahin gehen und wird mal mit ihm darüber sprechen, ob der das reparieren kann, beziehungsweise für seinen Tisch. Here's something for your troubles. So, wir haben wieder 200 Coins bekommen. Sehr schön. Die Blume ist immer noch da oben. Mal gucken, ob wir die nochmal her runterkriegen. Nein, es war so klar, dass wir dann daneben springen werden. Jetzt, wo es um nichts mehr geht. Jetzt landen wir ständig daneben. Es war so klar. Oh, Menno. Hä? Jetzt komme ich da gar nicht mehr rauf. Ich bin jetzt da durchgeflogen. Ja, toll. Okay, also die scheint wirklich jetzt für den Eimer zu sein, die Blume. Gut, ist jetzt nicht so schlimm. Ich kann noch mal Holz mitnehmen. Wir müssen auch noch die Pflanzen mitnehmen. Wir hätten auch schon längst wieder was verkaufen können. Aber ich glaube, heute verkaufen wir wahrscheinlich eher nichts mehr, weil wir ja doch noch so einiges machen müssen. Wir müssen noch zu Frank gehen. Wir müssen noch wegen dieser... Workbank, also dieser Werkbankgeschichte müssen wir noch zu dem eingehen. Hallo, zu Beltran. So, ich brauche ein bisschen Platz. Ich möchte etwas sehen hier oben. Und da wir natürlich wissen, dass wir schnell viel Geld machen können, indem wir Holz farmen und das verkaufen. Ist ja klar, dass wir das jetzt auch machen. Ne? Dann nehmen wir jetzt hier noch so ein kleineres. Perfekt. Dann haben wir noch eins dafür. Und, oh, hier sind Füchse. Hallo, kleiner Fuchs. Oh, ist der süß. Ach, hier. Okay. Oh nein, ihr seid so Arschlöcher, ganz ehrlich.
Ihr seid echte Arschlöcher. Ich kann es auch nirgendwo reinziehen oder so, ne? Nee. Oder hier unten? Auch nicht. Ihr seid richtige Arschlöcher, wirklich. Ich kann aber auch nichts von denen. Also ich könnte die Blumen noch wegwerfen, ja, aber ich will die ja eigentlich verkaufen. Das ist ja das Problem. Ach Mann, aber das ist natürlich was, was ich jetzt nicht so schnell. Ich meine, das Ding kann ich nochmal craften. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht. Obwohl, Moment, ich mache dann besser die weg. Weil ich glaube, die ist einfacher. Also die kostet nicht so viel beim Craften. Oder? Moment. Ja, brauche ich überall das Gleiche. Ne? Im Prinzip ist es egal. Also tu mir die weg. Ich will jetzt auch gar nicht mehr irgendwas sehen oder so. Ich will nur noch nach Hause. Ich weiß gar nicht, wo mein Zuhause überhaupt ist. Ich bin jetzt ganz da oben. Kann das sein? Dann müsste ich theoretisch in die Richtung wieder zurück. Denke ich, hoffe ich, glaube ich aber nicht. Doch, es ist wohl die Richtung. Oh, auch wenn ich jetzt hier fast in den Berg reingefallen wäre. Das kann ich nicht mehr aufheben, ne? Oh, nee, nicht genug Energie. Ich wollte schon sagen. Ja, wie komme ich denn da jetzt wieder zurück? Oh, hallo. Ach so, du bist das wieder. Du hast mich jetzt aber schön reingelegt. Ich dachte, du wärst jemand anders. Oh, komme ich da jetzt hin? Ich kann da nicht so lange schwimmen. Das ist mein Problem. Und jetzt, also verkaufen können wir wirklich vergessen, weil, ne? Das schaffen wir jetzt definitiv nicht mehr. Jetzt ist hier wieder ein Chest. Wollt ihr mich verarschen? Ah, das ist aber gut. Da brauchen wir nämlich insgesamt 10 von. Okay, ich höre einen, aber ich sehe keinen. Das ist wieder so ein komisches. Da schaffen wir es vielleicht rüber. Ich hoffe. Ja, perfekt. Okay. Gut, sehr schön. Dann können wir hier noch eine von. Nee, wir haben wieder keine Energie. Stimmt ja. Ach nee, dann können wir die rote auch nicht holen. So ein Scheiß. In welche Richtung laufe ich denn jetzt hier eigentlich gerade? Ich muss in die Richtung. Genau, ja, da ist auch die Höhle. Hätte ich die jetzt vorher gesehen, hätte ich das auch vorher gewusst. Eieiei. Ja, das sind so Sachen. Ich wollte ja eigentlich die Gegend zeigen, aber irgendwie haben wir uns jetzt da hinten total verfranst. Und von den gelben brauchen wir jetzt noch zwei. Ja gut, wir haben jetzt eh keine Energie mehr, also ist das jetzt eigentlich auch gehopst wie gesprungen. So, da können wir jetzt die Blumen reintun, wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob ich die jetzt doppelt habe. Ne, da hinten sind nur die anderen Blumen, okay. Hier kann ich jetzt nichts davon reintun, ne? Die brauche ich alle, die Sachen, okay. Ja, jetzt nochmal eröffnen ist natürlich jetzt Schwachsinn. Dann würde ich aber trotzdem sagen, dass ich mir jetzt erstmal so eine Chest für mich selber nochmal mache. So. Zack, dass ich die dann hier gleich hinstelle. Man die direkt daneben stellen, nicht so wirklich, ne? Ja, ist ein bisschen blöd, dass man die nicht so richtig timen kann, aber okay. Die Sachen brauche ich alle. Dann würde ich sagen, dass ich das erstmal da rein tue. Das brauchen wir ja noch zum Craften hierfür. Damit wir genug Futter haben. So, dann haben wir das schon mal ein bisschen aufgefüllt. Sehr schön. Dann tun wir das nämlich erstmal daran. Also alles, was wir so fürs Futter brauchen, würde ich sagen, tun wir dann erstmal in die rechte Chest rein. Das heißt, die Karotten, die brauchen wir. Ach so, wir haben 8 Karotten. Die können wir auch direkt mitnehmen. Die brauchen wir nämlich auch noch für die eine Quest.
Die Daisies können wir auch raus tun. Dann haben wir hier noch ein bisschen Platz. Dann tun wir die mit hier rein. So, dann gucke ich mal, ob ich das noch schaffe. Ich meine, wir können jetzt heute leider nichts verkaufen, aber ob ich das zumindest noch schaffe, schnell hier in die Stadt zu gehen und hier entsprechende Leute zu finden. Weil wir können ja jetzt drei Sachen letztendlich machen. Also ich müsste 20 Wheat müsste ich jetzt noch, also hier 20 Weizen. Das Problem ist, ich muss damit natürlich meine Tiere füttern. Das heißt, ich muss auch ein bisschen was übrig lassen für mich selber. Dementsprechend muss ich mal gucken, wie ich das am besten zusammensammle. So, die haben wir auch. Habe ich mir jetzt gerade. Nee, ich glaube, ich habe jetzt keinen Salto nach vorne gemacht oder sowas. Mit dir hatte ich gesprochen, aber du hattest, glaube ich, keine Quest. Wenn ich jetzt noch wüsste, wer jetzt die ganzen Quests hätte, ne? Dann, beziehungsweise wo die halt eben alle stehen, dann wäre es jetzt einfacher. So, Frank. Bei dir möchte ich bitte einmal die Erweiterung kaufen. Auf die haben wir jetzt nämlich lange hingespart. Nee, ich will. Achso, View Upgrade, Shop. Ich will auch keinen Shop. Ich will einfach nur mit dir reden. Deliver to Frank. Talk to Frank. Ah, jetzt kann ich mit ihm sprechen. Thanks. We'll get started on this a couple days. Also in ein paar Tagen wird er damit anfangen. Ich weiß gar nicht mal, was das. Ach so, das war die Werkbank, glaube ich. Nee. Die steht jetzt noch da drin. Okay. Ich weiß es alles ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wer jetzt wo war. Also sie wollte auf jeden Fall noch die Limonadendinge haben. Die habe ich noch nicht alle. Aber ich habe jetzt auch keine Limonadenbäume mehr gesehen, muss ich sagen. Der hat noch ein Fragezeichen drin. Das ist Abby. Was wolltest du denn haben? Ah, okay, Carrot Seed, aber da kann man anscheinend auch viel für. Was ist mit dem da hinten? Der hat ein Ausrufezeichen und. Okay, mit ihm muss ich sprechen. We still need some materials to craft tools to remove the thorns. Ja, das Material habe ich dir doch jetzt gegeben, oder nicht? I sent you a pickaxe. Ja, genau, die habe ich. Through E-Mail, so you can mine for silver. Ah, er braucht jetzt Silber, oder wie? To replace my pickaxe. Also wahrscheinlich, um eine bessere Pickaxe zu bekommen, sollen wir nach Silber suchen, so wie ich das verstanden habe. Come talk to me when you get 10 Geodes. Ja, 10 Geodes. 10 mal Silber, oder was ist das dann? They can drop from any rocks. Ach so, die können von jedem Stein kommen. But you get them mainly from the redstones in caves. Okay, also von den roten Steinen in Höhlen. Da kriegen wir die wohl am besten. Great, I craft you a workbench. Achso, das haben wir jetzt noch gar nicht abgegeben eben. Also er sagt jetzt, dass er uns eine Werkbank machen wird, die ich dann morgen abholen kann, wenn ich das richtig verstehe. Mit einem Blueprint, beziehungsweise den Blueprint kann ich abholen, dass ich mir die selber mache. Der macht die mir noch nicht mal. Obwohl er sagt, I craft you a workbench. Doch, dann heißt das wohl, dass ich selber eine machen kann, aber er craftet mir trotzdem eine. So you can make your own. Okay. So, Bertram, du hast jetzt noch ein Fragezeichen. Warum hast du hier noch ein Fragezeichen? Kann ich noch mal mit dir reden? Anscheinend nicht. Irgendwie will ich dich auch nur anschießen, komischerweise. Okay, ich gehe jetzt hier vorne mal kurz in die Mine rein, weil ich eh schon mal hier bin. Ich glaube, die haben wir nämlich noch gar nicht erkundet. Ich bin mir nicht. Achso, ich habe ja gar keine Ausdauer. Ja. Aber wir sind hier, glaube ich, schon mal reingelaufen. Hallo, da oben ist eine Chest. Da möchte ich gerne mal kurz hin. Die nehmen wir nämlich mal eben mit. So, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Okay. Oh, hier ist bestimmt Kohle oder sowas. Das ist ja cool. Ja, cool. Okay, dann würde ich mir einfach mal als Ziel innerlich vor Augen halten, dass wir definitiv noch in die Mine müssen und da ein bisschen was abarbeiten müssen.
Ich muss aber auch zu Thorn. Ich weiß jetzt gerade. Doch, Moment, Thorn ist ganz hinten gewesen. Da, wo eigentlich die Bäume sind. Komm mal hier hoch. Können wir das überhaupt mitnehmen? Okay, das. Ach ja, wir haben mal genug Platz. Okay, perfekt. Dann nehmen wir das natürlich auch mit. Das war nämlich eine ganz besondere Blume. Ich weiß nicht, ob ich da in die Mitte mal versuchen soll, hinzuschwimmen. Das kommt alles so ein bisschen weit vor. Ich weiß, ich ziehe jetzt auch gerade die Folge hier gerade wieder so ein bisschen in die Länge. Also wir kommen bestimmt an die halbe Stunde, wenn nicht sogar drüber. Aber ich würde trotzdem gerne noch mal kurz mit dem da hinten sprechen. Ja, oder wir machen das morgen, wenn wir da wenn wir da noch Sachen einsammeln, das können wir natürlich auch. Haben wir die schon? Die haben wir schon hier drin. Genau, dann tun wir die da rein. Dann lassen wir die Karotten für morgen erstmal drin. Der braucht nochmal 20 Weed. Ja gut, die müsste ich da nochmal sammeln zwischendurch. Und Holz. Holz brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Das könnten wir theoretisch alles hier lassen und dann davon was craften, wenn ich das hier richtig sehe. Ja. Ja, perfekt. Dann lassen wir das so. Dann würde ich sagen, dann legen wir uns jetzt mal eine Runde aufs Ohr. Dann wird es auch nicht ganz so lange mit der Folge. Und es ist dann natürlich auch nicht so dunkel. Wir haben heute leider nichts verkauft. Es war ein sehr ereignisreicher Tag, aber halt leider kein ertragreicher Tag, Mann. Also zumindest jetzt nicht in Geldstücken. Was ein bisschen schade ist, aber na gut, das ist natürlich auch zwischendurch normal. Ja, ich würde sagen, dass wir dann in der nächsten Folge mal gucken, dass wir die Sache mit den Karotten machen. Also Hasenzähmen müssen wir lernen. Und war da noch irgendwas bei? Ach so, wir müssen die Weeds, also die den Weizen sammeln und sollten auf jeden Fall auch noch mal was verkaufen. Ach ja, und unser Umbau, den müssten wir dann natürlich auch am nächsten Tag sehen. Das ist natürlich richtig cool. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.